Wendelstein ist eine leistungsstarke Gemeinde mit einer guten Infrastruktur. In Wendelstein herrscht Bürgerstolz und Gemeinsinn. Wendelstein ist liebens- und lebenswert und so soll es auch bleiben. Ich bin jetzt 12 Jahre Gemeindeoberhaupt des Marktes Wendelstein und möchte deswegen wieder kandidieren, weil ich ein dichtes Netzwerk geflochten habe, weil ich in der Vergangenheit Wendelstein in weiteren Bereichen weitergebracht habe und weil es mir so richtig Spaß macht, ich bin ganz tief drin. Außerdem habe ich mit unserer liebenswerten und lebenswerten Gemeinde noch sehr, sehr viel vor. Meine Highlights in meiner bisherigen Bürgermeisteramtszeit waren die Erschließung des Gymnasiums Wendelstein mit Sportveranstaltungshalle. Das war die Weiterentwicklung unserer Hauptschule zu einer leistungsstarken Mittelschule. Das war der Ausbau der Kinderbetreuung mit beispielsweise Schaffung von 109 Krippenplätzen. Jedes Kind bei uns hat einen Betreuungsplatz. Das war der Ausbau der Radwege, fast 10 Kilometer. Das war die Schaffung eines Seniorenzentrums. Das war unter anderem einer der größten CO2-Minderungsprogramme in Bayern, das hier in Wendelstein praktisch Realität findet. Der erste Energiespeicher oder Batteriespeicher Bayern steht bei uns in der Johann-Helfrich-Straße. Und das war auch die Auszeichnung zur Fairtrade-Gemeinde. Und ganz stolz bin ich auch drauf, dass ich insgesamt schon 88 Trauungen vollziehen durfte. Und das macht so richtig Spaß bei uns. Für die Zukunft will ich verstärkt anpacken die Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch den Bau weiterer gemeindeeigener Wohnungen, den weiteren Bau von Kitas, beispielsweise in Kleinschwarzenlohe und Großschwarzenlohe, die Entwicklung eines öffentlichen Zentrums in Großschwarzenlohe mit dem Neubau der Waldhalle, die Entwicklung eines Gesamtverkehrskonzeptes inklusive Radwege und ÖPNV. Auch so banale Ideen wie Mitfahrerbänke sind eine Bereicherung. Außerdem wird die Inklusion in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Dazu gehört eine große Bürgerbeteiligung und Bürgerbefragung. Weitere intensive Anstrengungen natürlich im Klimaschutz, speziell hier in Wendelstein. Und da sind Sie, liebe Bürger, ganz wichtig. Sie gehören dazu. Und wir müssen es gemeinsam schultern. Mein Name ist Werner Langhans. Ich werde zuhören, entscheiden und handeln.